So, herzlich willkommen zum vierten Let's Play bei Akra Hautnah. Ich soll heute etwas fröhlicher sein. Das hat letztens einer in den Kommentaren geschrieben. da muss ich doch mal sagen, ich bin immer fröhlich, sonst würde ich es doch nicht machen. Die Sache ist, oder warum er das vermutlich gedacht hat, oder wenn du zuhörst, warum du das vermutlich gedacht hast, weil ich einfach ein bisschen angeschlagene Stimme hatte. Die habe ich regelmäßig, weil ich in meinem Job relativ viel rede. Und das Akra Hautnah und das ganze Projekt ist nachmittags und abends. Und da liegt dann meistens ein langer Tag hinter mir. Und deswegen ist manchmal die Stimme etwas angeschlagen. Ich versuche trotzdem noch fröhlicher zu sein. Und mit diesem Schwung legen wir doch auch los. Also, wir haben letzte Woche die Felder vom Unkraut befreit. Zumindest halbwegs. Das ist nicht ganz so gut gelungen. Wobei, also im Großen und Ganzen ist es schon gelungen. Und es fehlt jetzt noch eine Düngestufe. Die erste Düngestufe haben wir direkt eingesät. Die Sämaschine unterstützt das. Und eine fehlt noch für die optimale Düngung. Zumindest solange wir ohne Season spielen. Dann ändert sich das ja auch nochmal. Und deswegen habe ich Düngemittel geholt. Das Unkrautvernichtungszeug. Den Rest habe ich aus der Spritze entfernt. Dann waren jetzt noch drei Kanister übrig, die habe ich hier hinten eingelagert. Und ich war so fleißig und habe noch sechs Kanister eben Düngemittel geholt. Drei habe ich schon eingelagert, weil ich dachte, das... Also kaufen im Shop, auf den Hängerladen hierher fahren, da wäre die Folge schon wieder voll. Ich weiß nicht, ob ihr das gewollt hättet. Das könnt ihr gerne mal kommentieren. Ich habe es jetzt so gedacht, dass ich das mal zum Teil übernehme. Und jetzt müssen wir nur noch den Rest einlagern. Beziehungsweise können wir eigentlich auch direkt zur Spritze fahren. Da müssen wir es nicht erst mühsam perfekt hinstellen. Was ist jetzt hier los? Senkt. So. Ja, eigentlich können wir das gleich an die Spritze bringen. Jetzt muss ich nur wieder mal gucken, wo bei der Spritze der Einfüllstutzen ist. Der ist auf der Seite. Na, wir fahren mal in die Nähe. Oh, der Motor war schon an. So, der war jetzt links. Bei den Kanistern ist er aber, glaube ich, da ist er rechts. Ja gut, vom Hänger ist auch ein bisschen hässlich. Wir fahren mal schön neben den Skorpion. Und dann schauen wir mal, wie viele Felder wir heute machen. Und dann steht eigentlich der Ernte nichts mehr im Weg, wenn wir das erledigt haben. Eine Stufe ist schon weiter gewachsen. Ich habe nämlich... Achso, jetzt fehlt der Schlauch. Ich habe nämlich einen Tag jetzt vorgespult. Jetzt müssen wir mal hier ein bisschen Speedy Gonzales reinwerfen. Der liegt nämlich noch hier vorne. So, jetzt ist die Sache. Wenn ich jetzt sprinte, fällt der gerne mal ab. Ja, schaut mal. Also, wenn ich weiß, warum ich so super schnell bin. Ich habe die Konsolenbefehle aktiviert und noch die, naja, Cheats mehr oder weniger, also die tieferen Konsolenbefehle aktiviert, die brauche ich immer fürs Video. Außerdem ist fürs Video gut, wenn ich so schnell bin. So, haben wir das gepackt. Wir starten die Pumpe an der Spritze, achso, und dann füllt es auch schon ein. Genau. So, dann können wir uns mal überlegen, welches Feld wir machen. Die 23, die ist halt leider so hässlich, weil die in der Mitte mehr gewachsen ist als sonst. Wir können ja mal das Feld Nummer 6 nehmen. Ich glaube, zuletzt waren wir auf der 10, oder? Oder haben wir die 6 gemacht? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Wir machen mal Feld Nummer 6. So. Wir brauchen noch einen Kanister.
Licht braucht man trotzdem. Es ist sehr dunkel. Obwohl der Himmel schön hell ist. Also das ist mir manchmal ein Rätsel. Es kam auch, fällt mir dahingehend gerade ein, es kam auch die Frage, ob wir Shader benutzen. Nein, grundsätzlich nicht. Aber was mir in der Nacht aufgefallen ist, die Map hat halt eine eigene, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, eine eigene Map-Environment-Datei. Das heißt, die, ja, die Umwelt quasi ist, oder ja, die Umwelt ist Quatsch, aber die meisten werden wissen, was damit gemeint ist. Einfach die Lichteffekte und wann es dunkel wird, wann es hell wird. Und vielleicht auch der Nebel, da bin ich mir jetzt nicht sicher, kann man darin einstellen und das ist bei der Map getan. Also das liegt nicht an uns, dass wir was verstellt haben, sondern die Map hat das vorausgesetzt. So. Drüber wollen wir nicht fahren. Was brauchen wir noch? Na komm. So, dann müssen wir doch das... Wobei, das können wir später auffüllen. Ich habe jetzt überlegt, ob wir das dann noch wegräumen müssen, aber... Wir werden für alle Felder vermutlich mehr brauchen. Deswegen kann es eigentlich auch gleich am Skorpion bleiben. So. Achso, ich habe die Pumpe jetzt immer angelassen. Naja. So. Machen wir die Pumpe aus. Ja. Weil ich gar nicht verstehe, ändere Pumprichtung, steht entleeren da. Aber ich habe ja jetzt nicht entleert. Naja. Es hat geklappt, das ist das Wichtigste. Räumen wir den mal ein bisschen weg. Ja, das ist wegräumen aller Männerart. So. Und Feld 6, das ist doch hier gleich um die Ecke. Da müssen wir da hinten rein. Ach so, machen wir den Glas noch aus. Den lassen wir mal laufen. Ja, schon wieder so ein Morgennebel. Das ist natürlich einerseits mega cool. Sieht schon verdammt scharf aus. Aber wenn es auf Dauer so ist, wird es dann vielleicht irgendwann zu viel. Na, mal gucken. So, jetzt überlege ich wirklich, ob wir das letzte Woche gemacht haben. Ich glaube ja, vielleicht sollten... Oder nein, ich weiß es nicht. Oh, wenn wir jetzt drüber fahren... Also jetzt müssen wir zusehen, dass wir in den Fahrgassen bleiben. Was? Oh, nee. Was nicht gut ist, weil das war das Feld, wo wir ständig hängen bleiben. Weil hier das Vorgewände noch nicht hinhaut. Oh je, das... Ist doch kacke. Da werden wir vermutlich viel Feld kaputt fahren. Das gefällt mir nicht. Ganz und gar nicht. So, jetzt bleibt man nämlich hier schon hängen. Aber ich versuch mal durch Ein- und Ausklappen das Schlimmste zu verhindern. Oder wir lassen das Vorgewende weg. Das ist vielleicht sogar effektiver, als wenn wir... Oder wir machen, das ist doch die bessere Idee. Wir können ja Fruchtzerstörung ausmachen, weil ich passe sowieso auf, dass wir nichts kaputt fahren. Und... Also jetzt außer es geht halt nicht anders. Und sowas wie da hinten, wo wir trotz Fahrgasse dann das zerstören. Das ist doch kacke. So, jetzt habe ich das Vorgewende verpasst. Na gut. Wir düngen auch, jawohl. So. Der Weizen, ist das Weizen? Ich glaube ja, wir haben Weizen gesät. Ja, genau. Der wächst sehr schön in Reihe. Weiß ich gar nicht warum. Aber das ist auch so eine Map-Geschichte, die sie so eingestellt haben.
Ansonsten, apropos Map-Geschichte, wie gesagt, wir warten auf das Update, dann steigen wir bei Vertex Design mit ein. So, jetzt muss ich zum Beispiel hier wegfahren vom Vorgewende oder von der Fahrgasse. Genau. Da gibt es aber noch nichts Neues, wann das erscheinen wird. Ich vermute, dass es sich noch etwas ziehen wird. Was aber auch den Vorteil hat, dass wir ein bisschen länger noch unsere Karriere spielen können und dann auf jeden Fall die Ernte noch erleben werden. So, jetzt ist die Fruchtzerstörung aus. Da kann ich doch mal das Stück hier noch voll machen. So. Nicht hängen bleiben. Das war haarscharf. Ja, der Nebel ist vielleicht ein bisschen extrem. Oder diese, ich weiß gar nicht, ob es Nebel ist oder ob das Blendeffekte sein sollen. Vielleicht stellen wir das auch demnächst mal um. Oder wir gucken einfach. Das können wir gleich mal auf eine Gerade machen, dass wir vielleicht fünffach Beschleunigung nehmen. Dann ist der nicht so lang hier zumindest da. Das ist doch auch eine gute Sache. Genau. Ja, in Kommentaren gab es diese Woche zwar einige, aber keine Fragen, mehr oder weniger. Also wir freuen uns immer über jeden Kommentar. Danke dafür. Nur kann ich kaum drauf eingehen. Hahaha. Das ist eine Scheiße, das Vorgewende. Das müssen wir echt besser machen. Aber dank euch habe ich da ja, glaube ich, den Kniff raus jetzt. Die anderen zwei Felder, wo wir das schon gemacht haben ja gut geklappt. Oder war es nur ein Feld? Ich glaube, es war nur das hier. So, und was ich letzte Woche vergessen habe zu fragen, ist das bei euch auch so, dass die Spritze hier, guckt mal links, die knickt das Getreide und die Büsche noch rum, obwohl da gar kein Gestänge ist? Ist das bei euch auch so? Ist das ein Bug? Oder. Also ich vermute, es ist ein Bug, klare Sache. Aber ich kann mir vorstellen, dass es an meiner Version des DLCs liegt. Weil ich das, glaube ich, noch nie geupdatet habe. Und ich noch die Version habe, die YouTuber exklusiv gekriegt haben. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es daran liegt. Aber vielleicht ist es euch auch aufgefallen. Dann schreibt es doch gerne mal. So. Ja, ich merke auch jetzt wieder, dass meine Stimme etwas angeschlagen ist. Vielleicht schaffe ich es auch, die Let's Plays vormittags aufzunehmen, wenn meine Stimme noch besser im Schuss ist. Wobei ich das, also ich selbst empfinde das immer nicht als störend, deswegen fand ich den Kommentar so interessant, dass euch das aufgefallen ist oder zumindest dem einen Nutzer. So. Na, wir fahren mal in die nächste rein. Sonst wird's zu eng, die Kurve. Ach, jetzt. Hier links war ja auch noch gar nicht. Naja. Egal. Ja, was ist sonst noch so passiert bei uns? Wir arbeiten gerade an verschiedenen Shirt-Designs. Den ersten Entwurf haben unsere Kanalmitglieder schon gesehen. Das sollen noch mehrere kommen. Also noch mehrere Designs. Und wenn wir dann ein paar in der Auswahl haben, dürfen dann der Matze, ich und auch die Kanalmitglieder gerne
zumindest eine Vorauswahl treffen. Und die finale Auswahl, die kriegt dann jeder zu sehen, natürlich. Vielleicht auch nochmal zur Abstimmung, müssen wir mal gucken. Und dann bieten wir die natürlich auch im Shop an. Das wären aber keine Billig-T-Shirts, die wären schön ordentlich. Also einerseits qualitativ ordentlich, sowohl vom Stoff als auch vom Druck. Und andererseits wäre ich dafür, müssen wir mal gucken, dass die vielleicht auch in Europa, wenn nicht sogar in Deutschland hergestellt werden. Sowas ist mir immer wichtig. Das finde ich eine ganz nette Sache. Ja, schauen wir mal. Dementsprechend wären sie aber halt auch preislich einfach nicht billig. Aber das ist ja alles Zukunftsmusik. Es hängt noch an den Designs. Gar nicht so einfach, wie man denkt. Ansonsten ist das Getreidevideo ja am Freitag gekommen. Das war echt eine coole Sache. Bei dem Betrieb werden wir auch demnächst, je nachdem wie das Wetter so weiter ist, ich weiß gar nicht, ich glaube bei der Stoppelbearbeitung oder beim Krubbern. Oh, was ist denn jetzt los? Jetzt hat sich meine Tastatur kurz verabschiedet. Ja, da werden wir demnächst also auch nochmal sein. Das war auch der Betrieb, wer das Video kennt, mit dem Fendt Vario, ne, Fendt 1050 Vario. Also die haben schon schöne Maschinchen. Die hatten vorher auch einen Klaas Xerion gehabt. Da bin ich ja fast ein bisschen traurig, dass es so cool der 1050 auch ist. So ein Xerion, der sieht schon biestiger aus, finde ich. Das ist leider war es so ein neuer natürlich. Die alten, die gefallen mir natürlich noch besser. Aber auch so, achso, wir wollten die Zeit umstellen. Aber auch so war der trotzdem cool. Aber der 1050 ist auch eine coole Sache. Und bei dem Betrieb sind wir nochmal. Jetzt am Freitag kommt nämlich, wenn ich sage, nicht ganz so spannendes Video, dann guckt es keiner. Also ich finde es trotzdem cool, aber es ist einfach vom Thema nicht so spannend. Wir haben ja das Krone-Modell vom Big X 1180 im Maßstab 1:32. Das hat ja unser Partner Brockmann Modellbau veredelt, also verschmutzt und abgenutzt. Das hatten wir auch schon vorgestellt auf Bildern und da soll jetzt auch mal ein Video kommen. Die Videos sind im Endeffekt ja auch bloß bewegte Bilder, so blöd das jetzt klingt. Also da ist jetzt nichts Spannendes im Sinne von zusätzlichen Informationen. Aber man kann im Video, finde ich, immer noch auf ein paar Sachen eingehen und die zeigen, die man auf Bildern vielleicht nicht so gut hinkriegt. Und weil wir gerade beim Modellbau sind, da würde ich jetzt auch langsam die erste Vorstellung, ja, ich weiß noch nicht, wie genau die ablaufen wird, ob von einem Produkt oder gleich von mehreren. Auf jeden Fall soll es da auch ein paar Videos geben. Muss man mal gucken, dass es nicht zu viel werden. Also mehr als zwei Videos die Woche werden nie kommen. Da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Höchstens in absoluten Ausnahmefällen, wenn ein neuer LS rauskommt oder irgend sowas. Aber sonst eigentlich nicht. Und ja, das dazu. Ich würde eigentlich auch sagen, dass wir die anderen Felder wieder wie beim letzten Let's Play, dass ich die mache und euch einen Zusammenschnitt zeige. Weil im Grunde haben wir ja heute dasselbe gemacht wie letztes Mal. Also zumindest optisch gesehen. Wir haben nur anderes Zeug gespritzt. Da würde ich das jetzt einfach wieder in schönen Zusammenschnitten machen. Und wir können aber gleich noch vorausblicken, wenn ich hier gewendet habe, dass ich auch nichts vergesse. Wie gesagt, ich glaube eigentlich steht da in der Ernte nichts im Weg. Aber vielleicht habe ich auch irgendwas verpennt. Wenn es schon die Ernte ist, müssen wir uns was einfallen lassen, dass wir es irgendwie noch, wie soll ich das sagen, ein bisschen aufpäppeln können, dass wir nicht immer, also es waren ja recht wenige Schritte jetzt, also gekrubbert, gesät, gespritzt,
geerntet. Vielleicht kriegen wir das noch hin, dass wir ein paar coolere Sachen einbauen. Was haben wir denn alles? Ja, Gülle mag ich sehr, vielleicht. Aber wo kriege ich die Gülle her, wenn wir keine Tiere haben, ne? Ich weiß nicht, ob wir hier Gülle kaufen können. Ach, weil ich gerade die verschiedenen Mods sehe. Es war noch ein Kommentar mit einer Modliste. Die können wir vorbereiten, ja. Aber da ist jetzt, also, ja, ist jetzt auch nichts Weltbewegendes dabei. Aber wir können die vorbereiten, klar. Vereinzelte Mods, also ich glaube, ich habe. Grubber, grubber, grubber. Genau, ich habe zum Beispiel von Vertex Design ein paar Mods, die im Testing sind. Also der Kerner Corona 500 zum Beispiel kann ich euch mal exklusiv hier zeigen. Der kommt dann auch mit APV-Steuer. Den kann man auch schön grün machen. Dann passt er harmonisch rein mit Rädern. Im Grunde wie der 300er Corona. Und was auch cool an dem Corona war, auch schon beim 300er, dass man ihn durch die Maussteuerung in der Höhe verstellen kann, beziehungsweise in der Tiefe. Also wie tief er grubbert. Und dann lässt sich damit auch tiefen grubbern. Außerdem kommen auch wie beim 300er Corona, den es schon gibt, deswegen sage ich das, noch drei Walzen dazu. Und den 300er habe ich glaube ich schon rausgeschmissen, weil der zu klein ist für die Map. Genau, also solche Mods, deswegen kam ich jetzt drauf, werden natürlich nicht in die Liste kommen. Also ich kann sie in die Liste schreiben, aber den Download gibt es erst, wenn es den auch wirklich öffentlich gibt. Genau. Ja, Güllefässer wäre mal eine Sache. Ladewagen, tja, das ist dann halt ein Bereich, den wir eigentlich nur für Tiere brauchen. Vielleicht kommen wir um Tiere nicht drum rum, aber jetzt direkt zu Beginn und dann noch alleine, da müsste vielleicht der Matze wirklich aushelfen. Der hat mir aber letztens geschrieben, er würde eigentlich warten, bis wir dann alle bei Vertex anfangen. Aber wer weiß, wie lange das dauert. Naja. Vielleicht machen wir das auch. Aber erstmal eins nach dem anderen. Wir haben nächste Woche dann vermutlich die Ernte. Also wir haben jetzt gedüngt. Wir machen jetzt noch die letzten Felder. Die seht ihr gleich. Unkraut haben wir auch vernichtet. Tja, perfekt vorbereitet, würde ich sagen. Wir haben, falls das in Vergessenheit geraten ist, zweimal Weizen, zweimal Hafer. Zweimal Hafer waren versehen, aber jetzt ist es so. Ich wollte eigentlich nochmal aufteilen, aber gut. Ja, vielleicht wären Tiere wirklich was, ein bisschen Gras arbeiten, ein bisschen Grünland arbeiten. Das macht auch eine Menge Spaß. Und mit dem Geld müssen wir mal gucken. Also aktuell haben wir ja in Anführungsstrichen real gespielt, was die Finanzen angeht. Also ich habe den Hof eingerichtet und dann mit dem Minimalsten begonnen. Vielleicht ist das auch, gerade wenn wir jetzt nur so eine kurze Karriere haben, vielleicht ist es auch eine Sache, wo wir drüber nachdenken können. Gut, aber genug geredet. Ihr seht jetzt noch die Szenen vom Spritzen. Und wenn ich nichts vergessen habe, verabschiede ich mich bis nächste Woche. Dann sehen wir uns hoffentlich bei der Ernte. Macht's gut. Ciao.